Das zieht den Ball zu tief. Der landet im Netz. 4-0 Kroatien. Noch immer serviert Sami Fej Sukuski. Ja, gut. Ja, zweite Chance. Schneider geht an die Finger. Erster Punkt. So. Jetzt reinkommen. In diesen Satz. In seinem Interview, wo er gesagt hat, die Höhen und Tiefen sind noch zu weit auseinander. Ja. Aber im Grunde ist es noch nicht viel passiert. Es steht 6-2. Wir sind am Anfang vom vierten Satz. Das kann man noch drehen. Da muss man jetzt überhaupt nicht die Köpfe hängen lassen. Wie wir schon gesehen haben, die Kroaten sind ja auch fähig, 3-4 Punkte in Serie abzugeben. Das wäre mal der zweite. In dieser schwierigen Phase, in dieser ja, Match-vorentscheidenden Phase bei den Österreichern. Und spielt einmal sehr schön über Kopf seinen ersten Ball für Philipp Schneider. Ja, voller Selbstvertrauen kommt er da rein. Gibt gleich Gas, aber genau das ist das, was die Mannschaft jetzt braucht. Jemanden, der sie antreibt. Ein bisschen aus der Lethargie weckt. Man muss immer wieder den Kopf schütteln. Der erste Schiedsrichter gefällt ihm nicht, wie hier die Bälle von den Ballkindern distributiert werden. Ja. Einer der seltenen Bälle, die Sikiric hier bekommt. Also er ist sichtlich angeschlagen. Also dann ist man naturgemäß nicht mehr so konzentriert auf die Angreifer. Er wird protestiert, weil Maxi Thaler Hinterspieler ist. Jetzt kommt er zwar nach vorne als Vorderspieler, aber war bei dem Ballwechsel Hinterspieler. Jetzt hat er den Ball wahrscheinlich unter der Netzkante gespielt und deswegen auch vom Schiedsrichter Duo nicht als Übergriff gewertet. Ja, ganz passiv. Das von Koreimann! Auch sehr schön. Ja, der Junge pfeift hier auf die Vorgaben vom Trainer. Doch mal ein hartes Service. Ah, Lockout Koreimann. Ja, sehr gut. Ja, so, ein Service steigt dann auch auf am Schluss. Ja. Ja, positives Ausrufezeichen. Ganz vorbei ist es immer noch nicht. Ich meine, es sind zwar immer noch 5 Punkte Rückstand. Ein Gespräch mit einem der größten Österreicher.
Wieder Alex Berger. Ja, das ist einmal gar nichts. Das ist alles nicht zu glauben. Jawoll! Ja. Na, noch einen, dann ist man wieder da. 20 zu 21. Zur wechselnden Annahme bei den Kroaten. Kovacevic kommt, Stokalic. Ja, wobei der hat sich auch nicht ausgezeichnet in den Sätzen zuvor in der Annahme. Zumindest hat er keine Fehler gemacht. Ich meine, wenn er fit wäre, dann wäre er sicher mit Sikiric die erste Wahl auf der Außenangreifer. Ja, schade, das ist ja nicht. Ich verstehe das nicht. Ja, so kann das laufen, wenn die Dynamik weg ist. Das gibt's nicht! Ausgleich Österreich! Sikiric hat auch noch einen Grinser aufgesetzt. Heimann, Gutmann, Berger, Kreuz, Binder. Ja, Kreuz und Binder hier eigentlich die Routiniers. Ja. Binder mit 27 mit Abstand der Älteste. Ja, Pippo Kreuz ist auch 24 oder 25. Ja. Ah, toller Service hier. Führung für Österreich. Gutmann, am ersten. Müsste normalerweise auf Gutmann servieren. Ja, Berger. Gut. Blockout! Oh. Blockout, Satzball Österreich. Nicht unglücklich hier dieser Angriff, muss ich sagen. Da war das schon ziemlich spät dran. Nicht mehr viele Varianten gehabt. Wir sehen das hier noch einmal. Jetzt muss er annehmen. Und dann kommt er relativ spät zum Ball und kann eigentlich fast nur mehr Linie angreifen. Das geht nicht. Das war nicht einmal knapp. Er hat es halt probiert. Schade. Aber trotzdem schade. Phasenweise wieder eine starke Leistung der Österreicher. Aber phasenweise ist eben leider zu wenig. Ja, ein sehr durchwachsener vierter Satz hier. Die Chance wäre da gewesen. Also der Block war nicht wirklich weit im Out. Der Satzball.